So Leute, sind wir beim nächsten Video und wir gucken uns an Streets of Nuke Panna Minigames. Ja, ich höre nicht auf, ihr kriegt sie immer noch. Das sind kurze Videos mittlerweile geworden, weil sie ja runtergeschraubt haben auf 3 Stück, wovon meistens eins nur leicht abgewandelt ist und das zweite, das ist halt alt. Und dann haben sie manchmal Neues drin, so wie auch dieses Mal. Starten wir direkt mit der Nummer 1, mit dem alten. Blitzparty ist wieder da. Die gute alte Blitzparty hat sich nicht geändert und ja, ist eine Katze hinten drauf, eine 2-2 Katze mit Eile. Dementsprechend, wenn ihr es wissen wollt, wie das funktioniert, ich habe hier oben die passende Playlist von dem, wo es das erste Mal aufgetaucht ist, verlinkt. Könnt ihr da oben gucken. Gucken wir uns weiter lieber an, was wir hier noch haben. Wir haben zum Beispiel dämonische Schulden, also Liliana, wenn ihr mich fragt, immer Liliana. Bei diesem Minigame braucht ihr 2 oder mehr Spieler, 1 Booster pro Spieler und 10 Minuten Zeit. Als Mitglieder einer Verbrecherbande, Familie, in Neukepana machst du dir deinen Namen, indem du einen unregelmäßigen Profiten angibst. Okay. Und denk dran, die wertvollsten Schmuckstücke wandern direkt in die Taschen der Mafia-Bosses. Okay, jetzt bin ich gespannt, was es macht. Vorbereitung. Zuerst erklärt jeder Spieler seine Treue zu einer Verbrecherfamilie. Die Familien sind Obscura, Maestros, die Umnieter, die Cabaretti und die Brokers. Du kannst dieselbe Familie wählen wie ein anderer Spieler, das ist hierbei wichtig. Jeder Spieler öffnet einen Booster, entfernt alle Karten ohne Magic-Rückseite, mischt diese bleiben und das ist dann unser Deck. In jeder Runde ziehen die Spieler bis zu 4 Karten nach. Also nach, bis sie 4 Karten haben, so ist es richtig. Danach legt jeder Spieler 2 Karten von seiner Hand und verdeckt vor sich ab. Sie stellen sein Profit dar. Anschließend decken alle Spieler gleichzeitig ihre Profitkarten auf und addieren die Mana-Beträge ihrer Karten. Jeder Spieler mit dem höchsten Gesamt-Mana-Betrag wirft seine Profitkarten ab. Der Boss verlangt die Bezahlung. Falls die Bossbezahlung eines Spielers eine Länderkarte enthält, legt der Spieler das Land stattdessen in seine Bank, um es später zu zahlen. Immobilien sind heiß begehrt. Jeder andere Spieler legt seine beiden Karten in seine Bank, um später zu zählen. In Neukepana zählt sich Verbrechen aus? Was? Werft nach 5 Runden alle verbleibenden Karten ab. Jeder Spieler zählt die Mana-Beträge der Bank zusammen, die er besitzt, und erhält entsprechend Punkte. Länder sind 3 Punkte. Jeder Spieler erhält 2 zusätzliche Punkte für jede in seiner Bank, die das Wasserzeichen seiner gewählten Verbrecherfamilie hat. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Gleichstand gewinnen die betroffenen Spieler gemeinsam. Okay, wait. Das heißt, man legt jede Runde 4 Karten, man legt 2 davon verdeckt vor sich hin, dreht die dann auf. Der, der die höchste Mana-Betrag am Feld liegen hat, das wird weggebracht. Und alle anderen legen die Karten in die Bank. Und nach 5 Runden, wenn man also 10 Karten von seinem Booster benutzt hat, wird der Rest weggeworfen und man zählt die Punkte. Hm. Interesting. Nicht mein Jam, aber interesting. Dann haben wir noch ein weiteres Minigame. Das dritte Minigame. Die auch hier wieder. Kurzes Video. Wir haben ja nur 3. Aber auch das kennt ihr schon. Objektiv besser. Auch hier habt ihr hier jetzt eine Verlinkung zu dem, wo es das erste Mal da war. Ich möchte nur gerade einige Mal ganz kurz drüber gehen, was beim Spielablauf mit Schiedsrichter und so weiter, das seht ihr alle oben. Hier geht es nur um diese Kategorien. Diese Kategorien werden sehr cool benutzt und zwar werden sie immer wieder angepasst an das aktuelle Set. Und hier ist es zum Beispiel bestes Versteck, ekelhafteste Karte, beste Kopfbedeckung oder Frisur. Das sind halt alles Sachen, die sie beziehen sich auf bester Raubcode-Namen, also auf Capenna. Das finde ich ganz cool. Beste Brille, bestes Make-up, ach, schön. Ja, soviel zu den Minigames. Sie werden langsam echt ein bisschen eintönig, wenn sie immer nur eine neue dabei haben und die anderen beiden halt irgendwie nur die gleiche oder leicht abgewandelte Formen sind. Da muss ich echt mir überlegen, ob ich diese Reihe einstampfe. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet? Soll ich das weitermachen? Du kannst mir in die Kommentare schreiben. Die Leute, die es gucken, guckt ihr das nur, weil ihr Videos von mir gucken wollt oder weil ihr Langeweile habt oder interessiert euch das wirklich? Schreibt es mir in die Kommentare, dann muss ich mal gucken, ob ich diese Reihe weiterführe. Hier sind auf jeden Fall die Minigames von New Streets of Capenna. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neublexit. Ciao, ciao.